Tja, guten Tag, guten Abend, was wir auch haben. Ja, wie gesagt, ich werde darauf auch jetzt nochmal eingehen. Ich habe mit der Saison eben zu SC, so ist SC abgeschlossen. Das ist auch richtig so. Ja, damit habe ich jetzt abgeschlossen. Wir werden jetzt auch für keine weiteren Screens folgen. Dennoch muss ich hier nochmal darauf eingehen, dass eben es ein Armutszeugnis war. Ja, und eben auch klar gezeigt hat, wieder eben, dass man Behinderung und anderes nicht akzeptiert, ne, sondern immer wieder das angreift und auch dagegen angeht. Ja, eben auch nicht versteht, dass ich als behinderter Mensch oder auch andere behinderte Menschen es eben schwerer haben, ja, egal welche Behinderung sie haben. Man hat es schwerer im Leben, etwas zu tun, etwas zu machen. Und deshalb ist man eben auch, weil man unter anderen Sachen nicht mehr kann, als erwerbsunfähig geschrieben, ja? Dass man eben nicht mehr zum Beispiel einer Arbeit nachgehen kann oder sowas. Das raffen aber in dieser Gesellschaft scheinbar noch nicht viele, ja? Und wissen gar nicht, was für ein Päckchen man zu tragen hat. Und greifen dann auch noch an, ja? Gegen jedes Gesetz, gegen jede Regel, gegen jede Richtlinie. Ja, und ich finde, darüber muss man reden und das kann ich auch anprangern, ganz abgesehen von SC, auch wenn das jetzt bei SC passiert ist. Kann ich es hier nochmal angeben? Behinderte Menschen müssen sich weder verhetzen lassen, noch diskriminieren, noch belügen, verleugnen, was weiß ich, und schon gar nicht mit drohen lassen mit Gewalt oder anderen Sachen, ja? Wie auch Polizei etc., Anwalt, nur weil man die Wahrheit sagt. Ja. Lasst euch nicht einschüchtern, ja, lasst euch nicht bedrohen von irgendwelchen rechten oder asozialen Menschen, ja, was sie denn nun mal sind. Ja, für meine Augen eben auch richtige Schlampen, weil sie immer noch sich so schlampig verhalten, dass sie nichts gelernt haben in all den Jahrzehnten, dass es Rechte gibt und Regeln, die eben unser Zusammenleben schützen, die unser Miteinander schützen sollen. Ja, und dieses wurde eben auch, wie gesagt, gerade wieder gezeigt. Ja, eben direkt an meiner Person, deshalb kann ich auch klar dazu äußern, dass eben Menschen nicht akzeptieren können, dass es anderes gibt. Diese Menschen tun mir eigentlich nur leid, ja. Weil auch eben diese Behauptung, dass ich jetzt in SC gelebt hätte oder die Realität nicht mehr checken würde oder was sie da auch draus machen, das ist alles Blödsinn. Ja, ich hatte sehr wohl eben mein Real-Life und hatte kein Problem damit, vor meine Tür und rauszugehen, auch abzuschalten und eben den Rechner auch auszulassen. Wie gesagt, ich war eigentlich nur morgens, abends dann in SC beschäftigt, in der Regel, und habe dann eben unter anderem Design gebaut. Ich habe HPs erstellt, ja, völlig selbst geschrieben in HTML oder sowas. Profile aufgebaut oder sind geschrieben auch eben im HTML-Bereich. Ich habe Grafiken erstellt, ich habe Sounds erstellt, Intros, Outros. Ich habe mit Radios aufgebaut, Radios verwaltet, etc., etc., etc. Ich habe wirklich alles mich eingebracht und gemacht, was man in dieser Plattform machen konnte. Eben auch ehrenamtlich eingebracht, ja. Und ein Security-Programm zum Beispiel, dass ich da eben ein bisschen auf soziales Verhalten auch geachtet habe und dass die Regeln eingehalten werden. Nun hat aber eben eine, wie gesagt, blinde Masse gegen mich agiert und mich verhetzt so stark. Ja, auch eben, wie man es sehen kann, wer sich das angucken will, muss unter So ist SC gucken von meinen Videos. Da seht ihr eben, wie gegen meine Behinderung angegangen wird, wie gegen mich als Menschen, weil ich anders bin, angegangen wird. Ja, und ich finde, das ist ein Armutszeugnis, ja, und sowas ist eben, was die machen, strafbar, ja. Was ich gemacht habe, ist nur dagegen reagiert und den versucht klarzumachen, was für asoziale, ja, feige, rechte Schlampen sie sind, ja. Mehr nicht. Ich habe es nur versucht klarzumachen. Ich dachte, vielleicht geht bei denen Licht auf und die sagen, ey, Entschuldigung, tut uns leid, ja. Aber weder von SC kommt eine Entschuldigung, ja, die mich nach 9 Jahren intensives Einbringen in eine Plattform,
wo ich eben Zeit und Kraft gegeben habe, Kraft, die ich als eben schwerbehinderter Mensch kaum habe, ne? Und das muss man eben einfach mal sehen, ja, dass eben man auch sagt, wenn man Behinderte akzeptieren muss oder will, dann muss man auch eben sehen, dass die durchaus Leistung geben, ja, wie auch ich Leistung gebe in meinem Leben. Ja. Auch wenn ich nicht irgendwo beschäftigt bin und arbeite, gebe ich Leistung in meinem Leben. Ja, und das teilweise eben mehr als manch gesunder Mensch, ja. Weil manch gesunder Mensch, der sitzt einfach auf seiner Couch rum, schaukelt sich die Eier, ja, und hat nichts Besseres zu tun, als irgendwo im sozialen Netz seine rechten Parolen zu geben. Ne? Und da kann ich durchaus sagen, da gebe ich mehr Leistung und habe mehr Leistung gegeben. Und es ist eben auch schade, dass nur weil man eben behindert oder anders ist und von einer Masse verhetzt wird, dann einem der Zutritt zu einer Plattform verwehrt wird, die eben noch für ein kreatives Gestalten war, soziales Einbringen und eben eine Beschäftigung auch zum Aufbau und Ausbau seiner Fähigkeiten. Na, und wie gesagt, behinderte Menschen sind keine dummen Menschen, ja. Das solltet ihr nicht vergessen. Behinderte Menschen sind auch nicht unnütz, wie es auch geäußert wurde, ja. Wie es mir dann auch noch mitgeteilt wurde, das habe ich, glaube ich, nicht als Screen veröffentlicht, aber ich habe den Screen dazu. Ja, wir wären es nicht wert, ja. Das wurde mit geäußert. Aber ich denke, das, was ich da an Screens gezeigt habe, das reicht auch, ja. Ich will auch gar nicht irgendwo SC weiter in die, ja, in die Quere kommen sozusagen, ja, obwohl es mein gutes Recht ist, ja, nachdem was passiert ist. SC, ich kann nur eben sagen, es tut mir leid, ja, ich habe dich immer hochgehalten als kreative Plattform, auf der man eben auch soziales Einbinden und etc. ausüben kann. Nach der Scheiße, die aber eben bei euch eskaliert, nach der Scheiße, die bei euch drinne steckt, ja, dass solche Rechten sich dort breit machen konnten und asozial gegen eben Behinderung angehen können, gegen andere Menschen, diese schlecht machen können und verhetzen können, was nichts anderes ist, was die da getan haben, kann ich nur eben sagen, es ist eine Schande, ja, und immer wieder wurde auch meine Behinderung angegriffen, die stelle ich auch jetzt nicht in den Vordergrund, sondern es ist Tatsache, meine Behinderung wurde immer wieder angegangen. Eben auch, dass ich meine Rente kriege, wurde angegangen. Es wurde sogar dann, ich als irgendwie, was weiß ich, armer Junge, Hartz-IV-Empfänger oder sowas beschimpft, was gar nichts damit zu tun hat, ja. Das zeigt eben auch die Bildungslücke dieser rechten und asozialen Steppen, ja. Oder auch Schlampen, was ihr auch wollt, ja. Das ist für mich alles derselbe Müll, ja. Ihr könnt auch gerne eine Anzeige machen, weil ich euch so benenne, für das, was ihr seid, ja. Eben dumm. Ungebildet, asozial, rechts und schlampig. Ja. Wie gesagt, ich stehe dazu und ich finde, das sollte man auch eben auch als behinderter Mensch, ja, und ich bin zu 90% schwerbehindert körperlich und habe durchaus Schmerzen und kann eben nicht mehr alles wirklich verarbeiten, vor allem nicht in dem Zyklus, wie unsere Gesellschaft es gerne möchte, ja. Deshalb bin ich auch eben zu jedem Recht arbeitsunfähig, weil ich diese Leistung der Gesellschaft nicht entsprechen kann. Ja, sagen wir es mal einfach so. Ja. Ich bin eben für diese Gesellschaft nicht mehr arbeitsfähig. So. Und eben kann ich mich aber durchaus einbringen und habe meinen Wert, auch wenn andere darauf rumtreten. Ja, und ein Ausgrenzen, ein Verhetzen wollen, ein Schlechtmachen wollen und übelreden wollen und das am besten keiner mehr Kontakt hat. Ich habe auch eben noch Freunde, Freunde, die mich auch kennen, ja, Freunde, die mich auch persönlich kennen und die ich auch zu schätzen weiß und die mich auch zu schätzen wissen, auch wenn ich nicht mehr der Fitteste bin, ja, die auch eben verstehen, ich bin nun mal durch die Gesellschaft auch sehr übel rangenommen worden, ja, und werde es eben, wie gesagt, in diesen Fällen hier immer noch und kann eben nur dazu stehen und kann sagen, ich habe mein Recht, ich habe auch mein Recht, eben als Mensch angesehen zu werden. Deshalb habe ich auch die AGG vorgezogen, ja, weil es geht nicht darum, dass die AGG mich decken soll oder hinter mir steht oder sonst was, wie es auch behauptet wurde in den Screens, sondern es geht darum, dass ich meine Rechte habe, eben auch mein Recht als Mensch anerkannt zu werden, unmenschlich behandelt und menschlich behandelt zu werden und eben auch, dass ich meine Rechte habe, ja, und meine Gesetze, die eben hier für alle gelten, eben als Mensch, ja, meine Würde habe und was geschützt werden muss.
Sondern wenn das eben keiner kapiert, auch auf der Plattform nicht, dass sie gewisse Regeln und Gesetze einzuhalten haben, dann kann ich nur sagen, es tut mir leid, aber ich werde auf jeden Fall mein Recht nehmen, mein Recht auf so einen Scheiß zu veröffentlichen und eben auch mein Recht gegen sowas anzugehen. Weil das, was die da machen, ist rechts, asozial und schlampig. Und deshalb sind es auch rechte asozialen Schlampen und nicht mehr und nicht weniger. Na? Und nachher heulen sie rum und wollen die Polizei rufen. Ist es nicht lächerlich, was da abgeht, Leute?